Peace, so Leute, jetzt bin ich nicht nur Mr. Universum, sondern auch Hulk, ja. Sieht man mir im Gesicht an, ja, meine grüne Farbe, ja. Hulk bin ich geworden. Gut, ne? Ja. Auf jeden Fall, ich erzähle euch mal was. Ich habe damals in meiner Drogen, in meiner Dealer-Karriere, hatte ich auch ein paar Sexpillen verkauft, die ich mir günstig aus dem Internet besorgt habe, die ich allerdings selber nicht genommen habe. Und es gab ein Mädel, mit der habe ich auch Sex gehabt, ist egal, war eine Kundin von mir, das war einfach nur das war eine Arzthelferin und die hat sich ab und zu mal bei mir ein bisschen Pep geholt. Und ihr Ex-Freund, also zu der Zeit, ihr Ex-Freund hatte keine Kondition, was Sex angeht. Und der war herzkrank. Der kam aber nicht selber zu mir. Hat jemanden geschickt, pass auf, ich brauche für den und den. Ich möchte keine Namen jetzt nennen, ne, weil das mache ich besser nicht. Auf jeden Fall kam der zu mir und hat gesagt, pass auf, ich brauche für den und den ein paar Pillen, damit der seine Freundin befriedigen kann, ne? Ich sag, der hat Herzprobleme, ne? Konnte ich keine Pillen verkaufen, weil ich weiß ganz genau, dieses Sildenafil oder Cialis erweitert die Gefäße. Beim Cialis bin ich mir nicht sicher. Und das kann auch auf die Pumpe schlagen und das kann ganz krasse Folgen haben, ja? Genauso wie Drogen dann. Also man muss schon einen gesunden Kreislauf haben, glaube ich, wenn man so Sildenafil oder irgendwie so ein Zeug nimmt oder Camagra oder was weiß ich was, Viagra. Muss man schon gesund für sein, ne? Ja, und dann habe ich ihnen die Tabletten nicht verkauft, sonst würde ich hinterher noch, also ich hätte keinen dran kriegen können, aber ich wusste es ja, dass das nicht gesund ist, wenn man ein schwaches Herz hat. Der hatte mit seinem Herz auf jeden Fall Schwierigkeiten und hatte da auch, glaube ich, ich weiß gar nicht, was er hatte. Auf jeden Fall Herzschwierigkeiten, Herzschwäche oder so, ne? Deswegen habe ich ihn nicht verkauft. Weil ich wollte den Jungen nicht umbringen, ja. Und ja, ich sag mal, Freundin nicht befriedigen können, ist ja, sag mal, heutzutage. Er ist auch ein sehr schlauer Typ. Den Typ, der die Pillen haben wollte, ne? Ja, habe ich ihn auf jeden Fall nicht verkauft. Ich wollte ihn dann leben lassen, ne? Ja, so ein guter Mensch bin ich, ne? Ich will die Leute ja nicht kaputt machen, ne, wenn ich sowas vorher weiß, ne? Ja, aber anscheinend sehen das andere anders, ne? Die meinen, die müssen mich kaputt machen. Ich muss mal gucken, wie es weitergeht. Vielleicht überlebe ich das ja. Ein Knast habe ich auf keinen Fall. Ich glaube, da würde ich abkratzen. Habe auch noch so einiges zu besprechen jetzt demnächst. Ich glaube, ich muss Montag nochmal nach Herten fahren. Ja. Was soll ich sagen? Nur mal so nebenbei, ne? Dass die ganzen Sachen, die ich ausgesprochen habe, wirklich waren, ja? Dass ich die Leute in Schutz genommen habe, ne? Das war jetzt nur eine Beispielgeschichte, ja? Ich wusste das, der hat Probleme mit seinem Herz, hat er nicht gekriegt von mir. Pep hat der auch nicht von mir gekriegt, dies und das hat er auch nicht von mir gekriegt, ne? Aber die anderen Leute sind nicht so. Ne? Nur damit ihr wisst, wen ihr hier umlegt, ne? Ich weiß ja nicht, wie lange ich noch lebe. Wenn ich in den Knast komme, verrecke ich auf jeden Fall. Ich bin auf Bedarfsmedikation angewiesen, die ich brauche. Das Soliran hat mich ein bisschen gedämpft, ja. Als ich das letzte Mal im Knast war, ich sag mal, mein Körper, als das Spiel anfing, vor 15 Jahren, war schon gut geschädigt. Ne? Ich habe dazu auch mal einiges in einem anderen Video erzählt. Ne? Wenn man mich versucht, kaputt zu machen, versuche ich den anderen immer irgendwie zu helfen. Ne? Ja. Schade eigentlich. Den Grund verstehe ich, glaube ich, trotzdem vielleicht so ein bisschen oder vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht genau. Also ich hoffe nur, dass ich nicht in den Knast muss. Ich muss auf jeden Fall viel deichseln, viel reden jetzt demnächst wahrscheinlich. Und gucken, wie ich weiterkomme, ne? So, das war erstmal das andere. Und jetzt ist dieser Hulk-Film zu Ende damit, ja?
Ach so, Tim, ich hoffe, du lebst noch, ja?